Ja, was hast du denn? Bleib mal ruhig. Also, ihr habt wahrscheinlich jetzt gar nichts verstanden. Ist aber nicht so schlimm, weil ich kann ein bisschen Neandertalisch. Was der liebe kleine Mann hier euch sagen wollte, ich glaube, der hat Hunger, oder? Hast du Hunger? Ja, der hat Hunger. Ja, was ist am liebsten? Ja, Fleisch ist er natürlich. Was sonst, ne? Fleisch. Und da brauchen wir doch bloß ein Feuer, oder? Am Knochen abnagen. Ja, dann machen wir natürlich ein richtig leckeres Tomahawk-Steak. Ja, ein Tomahawk-Steak im Caveman-Style. Und wie das geht, das zeigen wir euch bei MC Barbecue. Für unser Frozen Tomahawk Caveman Style benötigen wir natürlich ein Tomahawk Steak, hier 900 Gramm, ein hochwertiges Olivenöl, Salz und Pfeffer und zum Abschluss, zum Finish, ein Cold Smoked Olivenöl. Und wie wir dieses Frozen Tomahawk Caveman Style machen, das zeigen wir euch jetzt. Warum kommen wir denn eigentlich auf Frozen Tomahawk Caveman Style? Weil das Ding gefroren ist. Kommt direkt aus dem Froster und ich würde sagen, jetzt packen wir es erstmal aus und dann gucken wir uns das schöne Ding mal an. Wir haben auch dieses wunderschöne Tomahawk Steak von mysteakshop.de. Macht auf jeden Fall erstmal einen absolut ganz tollen Eindruck. Schöne Marmorierung und ja, von der Dicke her richtig schön geschnitten. Jetzt bereiten wir unsere Feuerstelle vor und dann kommt es auch schon direkt in die Glut. So, jetzt reiben wir das Steak noch ein bisschen mit Olivenöl ein. Die andere Seite, die wir noch nicht haben. Und dann kommt jetzt nochmal eine schöne Portion Salz oben drauf. Jetzt warten wir, bis das Steak eine Kerntemperatur von 54 Grad hat, so wie wir das am liebsten mögen. Und dann holen wir es raus und schneiden es an. Okay. Und dann kannst du runter. Jetzt haben wir hier den Prügel und dann schneiden wir den jetzt mal schön an und schneiden ein paar schöne Tranchen runter. Immer schön gegen die Faser. Da kommt jetzt die Fettauflage. Sieht man richtig schön. Heiß ist es auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum Mittelteil, wo es schön rosa wird. Und natürlich, wie schon vorher angekündigt,
kommt jetzt oben als Finish noch das kalt gesmokte Olivenöl rauf. Ein paar Tropfen und ein wenig Pfeffer. So, und jetzt darf der Manuel vor die Kamera kommen und dann lassen wir es uns schmecken. So, die Neandertaler sind bereit zum Essen. Zum Essen, genau. Jetzt. Ihr habt gesehen, es war einfach diesmal mehr Film, wenig Gerede, aber für so ein geiles Stück Fleisch muss man nicht viel reden, ne? Da muss man nicht viel reden. Jetzt, ja, ich gebe dir gleich ein Stück. Sehr geil. Hammer. Also man sieht es ja richtig rosa in der Mitte, also wirklich ja. 54 oder 55 Grad haben wir jetzt gehabt, ne? Ja. Genau. Ja, dann bevor es kalt wird, reingekommen. Sehr geil. Oh. Schön zart. Was ein geiles Stück Fleisch, oder? Boah. Schaut euch dieses geile Stück Fleisch an. Ein richtig geiler Traum haben. Ein absoluter Traum. Also. Wir hatten es jetzt ungefähr Stunde drauf, indirekt. Auf der Glut hatten wir es jeweils so 5 Minuten circa. Bisschen und dann über eine Stunde, ja. Genau. Kohle außen rum. Und indirekt, das war für uns das erste Mal ein Test. Es funktioniert, aber es dauert natürlich lang. Also es hat schon durch das, dass es auch gefroren war. Man sieht es auch, man hat jetzt eher außen so einen Bratenrand eher, da ist es ziemlich durch. Mhm. In der Mitte ist es perfekt, also da gibt es nichts. Aber wer es natürlich nicht so mag, der haut es direkt auf Ding und lässt vorher auftauen. Aber total begeistert. Also richtig begeistert. Schmeckt auch das Brot durch, ist richtig geil. Ja. Braucht es ja nicht mehr mit dem Finish von Olivenöl, ein bisschen geräuchertes Olivenöl. Tut mir immer am Schluss erst drauf. Aber Gordon. Mir fehlen die Worte, ich kann gar nichts dazu sagen, aber ich bin total geflasht. Also ja, wirklich. Und wir lassen uns jetzt das gute Steak noch schmecken. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben dafür. Kommentiert. Dann wissen wir, was euch da draußen interessiert und wir können uns verbessern. Und abonniert unseren Kanal. Sofern noch nicht geschehen und so verpasst ihr keine Folge. Wenn es nächste Woche wieder heißt, MG Barbecue. Aber eins wollten wir noch sagen. Ihr seht uns jetzt bei YouTube. Vergesst nicht, dass wir auch in den anderen sozialen Medien unterwegs sind, wie Twitter, Facebook und Instagram.